So, und dann würde ich das Wort und den Bildschirm an Marc übergeben. Perfekt. Vielen lieben Dank, Stefan. Genau, dann starten wir mal. Auch von meiner Seite aus nochmal herzlich willkommen zum Aerium Data Science E-Meetup. Und das Thema, das ich euch heute mitgebracht habe, ist Know Your Data, Why Not All Data is the Same. Und wie wahrscheinlich viele in der Runde wissen, vor allem Leute, die in ihrem täglichen Arbeitsleben mit Daten zu tun haben, ist es elementar wichtig, die Domain der Daten besser genau zu kennen. Was meine ich hier mit der Domain? Ich meine den konkreten Anwendungszweck. Wo kommen die Daten her? Woher entspringen sie? Und welche Informationen müssen mit einbezogen werden, wenn diese Daten verarbeitet werden? Genau, ich finde, das zeigt auch immer ganz schön den interdisziplinären Charakter von Data Science Projekten, der mir persönlich sehr gut gefällt und zeigt eben, dass hier die Anwendung mit dem Data Science Projekt verbunden werden muss. Ich würde euch heute während des Vortrags gerne einige Erkenntnisse präsentieren, die ich im Rahmen meiner Arbeit in meinem Startup gewonnen habe und möchte für diesen Vortrag Finanzdaten mit Bildern vergleichen an einigen Stellen. Hier kommt jetzt wahrscheinlich gleich schon mal die Frage auf, warum Bilder? Auf diesen Punkt möchte ich aber auf den folgenden Folien noch etwas genauer eingehen, warum ich diesen Vergleich an dieser Stelle gewählt habe. Und da erfahrungsgemäß viele Personen, die im Data Science-Bereich tätig sind, vor allem mit Bild- und Textdaten arbeiten, hoffe ich, dass ich bei dem einen oder anderen heute zumindest einen kleinen Aha-Moment auslösen kann mit den Beispielen, die ich hier während des Vortrags präsentieren möchte. Genau, bevor wir thematisch reinstarten, würde ich kurz ein, zwei Sätze zu meiner Person und zu meinem Startup verlieren. Zunächst mal zu mir. Wie Stefan bereits schon erwähnt hat, ich bin Marc Schmid und ursprünglich meine universitäre Laufbahn habe ich an der TUM gestartet im Bereich Maschinenwesen. Ich habe dann aber sehr schnell schon während Beginn meines Studiums für mich gemerkt, dass meine Leidenschaft mehr in Richtung Coden und Programmieren geht und nicht unbedingt im Zeichnen von Getriebe liegt. Daher habe ich meinen Bildungsweg dann entsprechend angepasst und habe seit letztem Jahr einen Master of Science in Informationstechnik von der TUM. Genau, parallel dazu war ich immer in Data Science Projekte involviert, war auch in der Data Science Beratung und habe mich da zu Beginn viel mit Sensordaten auseinandergesetzt, mit verschiedenen Anwendungsfällen, wie zum Beispiel Predictive Maintenance, und hatte auch einen starken Fokus während meiner Studienzeit auf den Bereich Reinforcement Learning. Den Schwung zu den oder der die Kehrtwende zu den Finanzdaten hat sich dann eher aus der Beratungszeit ergeben. Da sind eben mehrere Kundenprojekte im Bereich Banking und Versicherungen angefallen, wo ich meine ersten ja, Erfahrungswerte in diesem Bereich gesammelt habe. Und genau dieser Hintergrund zusammen mit den Skillsets von meinen beiden Mitgründern hat dann 2017 zu der Gründung von SubCapitals geführt, unseres Startups, bei dem ich momentan als ja, CTO tätig bin. Genau, und was machen wir bei SubCapitals? Auch noch ein, zwei Worte dazu, bevor wir starten. Ja, wir sind ein junges Startup, wie gesagt, 2017 gegründet und wir haben die Mission, künstliche Intelligenz für Privatinvestierende zu demokratisieren. Was steckt hinter diesem Spruch oder hinter diesem Slogan? Wenn wir heute die finanzielle Situation von vielen Personen in Deutschland betrachten, sehen wir eben, dass es keine Zinsen auf dem Sparbuch gibt. Es ist viel getrieben durch die Nullzinspolitik der EZB. Und wir haben aber auch Ängste wie zum Beispiel unsichere Renten, wodurch Leute nach neuen attraktiven Anlagemöglichkeiten suchen. Der Aktienmarkt könnte eine solche Alternative sein, aber die meisten Leute haben weder Zeit noch das Fachwissen, um dort profitabel zu handeln und ihre genau finanziellen Vorstellungen umzusetzen. Wie wir das ganze Problem tackeln bei SubCapitals? Wir bieten einen einfachen Zugang zu vollautomatisierten Investmentstrategien und das Ganze in Verbindung mit etablierten Bankingpartnern.
Falls sich jemand für euch, für unseren ersten Prototypen interessiert, könnt ihr gerne mal bei neoland.ai vorbeischauen und unser Produkt risikofrei mit Spielgeld testen. Genau, noch zwei andere Kennzahlen. Wir sind finanziert seit dem Q3 2021 und unsere aktuelle Teamgröße ist gerade um die 10 Fulltime-Members. Genau. Springen wir in die Thematik, warum dieser Vergleich zwischen Finanzdaten und Bilddaten. Wir vielleicht vorausgeschickt, wenn ich hier von Finanzdaten spreche, meine ich damit eigentlich multidimensionale Zeitreihen, auf die wir jetzt gleich im nächsten Beispiel zu sprechen kommen. Aber schauen wir erstmal auf die Datenstruktur von Bildern. Wenn wir den einfachen Fall eines Schwarz-Weiß-Bildes betrachten und wir schauen uns näher an, wie dieses Bild verarbeitet wird für das Lernen und das Training unserer Algorithmen, sehen wir diesen Prozess hier rechts oben dargestellt. Und wir sehen eben, dass das Bild in mehrere Pixel zerlegt wird. Diesen einzelnen Pixeln wird dann ein Flow zugewiesen, basierend auf dem Grauwert. Und wenn wir nun mehrere Beispiele betrachten, landen wir bei sowas wie einem dreidimensionalen Tensor und der ist hier als diese Art Stack ganz auf der rechten Seite aufgezeigt. Wenn wir uns nun Finanzdaten im Sinne von mehrdimensionalen Zeitreihen anschauen, verhält sich das oder verhalten sich die Daten, die unser Modell präsentiert werden, relativ ähnlich. Die Ausgangslage ist allerdings eine etwas andere. Wir sehen hier rechts im unteren Beispiel, dass wir hier verschiedene Features betrachten. Hier einfach mal beschrieben mit F1 bis F4, vier verschiedene Features und die Zeitreihe, die natürlich kontinuierlich wächst und länger wird. Nun präferieren Modelle jedoch häufig Daten oder fixierte Datenformate oder Daten, die in einer gewissen Shape vorliegen. Und um das zu erreichen, verwendet man eine Art Schiebefensterroutine, die hier rechts dargestellt ist. Wir haben also ein gewisses Fenster mit einer fixierten Größe und schieben dieses Fenster entlang unseres Datensatzes entlang und kommen so eben auf Matrizen in fixierter Größe. Auch hier, wenn wir mehrere Beispiele hier betrachten, haben wir sowas wie einen dreidimensionalen Tensor und es ist auch hier wieder mit diesem farbigen Stack ganz rechts dargestellt. Ein zweiter Punkt, warum ich diesen Vergleich anstelle, ist die Modellstruktur, die verwendet wird, um solche Daten zu analysieren. Ich möchte da vor allem einen kurzen Ausflug in die Convolutional Neural Networks machen. Die eignen sich eben auf der einen Seite zum Analysieren von Bildern, können aber auf der anderen Seite auch für das Analysieren von Finanzdaten oder multidimensionalen Zeitreihen verwendet werden. Nur ein ganz kurzer Exkurs dazu. Bei Bildern ganz klassisch verwendet man eben Convolutional und Pooling Layer oder auf Deutsch faltende Schichten, Convolutional Layer. Und diese Faltung und dieses Pooling wird im Fall der Schwarz-Weiß-Bilder, der oben dargestellt ist, in einer zweidimensionalen Durchführungsweise angewendet. Oder wenn wir eben farbige Bilder haben mit mehreren Farbchannels, wird das Ganze auch in einer dreidimensionalen Betrachtungsweise angewendet. Bei unseren Zeitreihen unterscheidet sich die grundlegende Architektur nicht. Wir haben auch hier Convolutional und Pooling Layer. Diese unterscheiden sich jedoch in kleineren Feinheiten, da die Faltung als auch das Pooling für unsere Zeitreihen auf eine eindimensionale Weise durchgeführt wird. Es liegt daran, dass die Anordnung der einzelnen Feature, wie wir hier sehen, F1 bis F4, kein nennenswertes Wissen hier hinzufügt und wir deshalb die Faltung nur entlang einer Zeitreihe durchführen. Das verhält sich für Bilder natürlich anders, wo das aktuelle Pixel einen Einfluss auf das Pixel links und rechts von sich hat. Das bedeutet, die Gesamtstruktur ist ähnlich, natürlich mit kleinen Unterschieden. Zudem gibt es für Bildverarbeitung viele verschiedene Quellen, viele Anwendungen und Best Practices, die für Bildverarbeitung verwendet werden können. Deshalb ist es ein sehr bekannter Anwendungsfall für Machine Learning. So gibt es zum Beispiel für Bilddaten sehr viele vortrainierte Modelle, wie zum Beispiel YOLO,
um dort eine Art Standard zu etablieren. Bei den mehrdimensionalen Zeitreihen sind solche Standardmodelle eher rar. Und, Entschuldigung, wir haben schon eine Frage aus dem Chat. Und zwar geht es, also die Frage heißt, sorry, was heißt in diesem Kontext Pooling und Convolution? Kannst du das ganz kurz erklären vielleicht? Genau, ganz kurz. Im Endeffekt, das sind, ich versuche nicht zu weit auszuholen, in einem neuronalen Netzwerk gibt es ja immer verschiedene Schichten. Ich glaube, das, was jeder kennt, ist ein normales Dense Layer mit einer Aktivierungsfunktion. Da kommen gewichtete Inputs rein und man bekommt einen Output aus seinem Neuron raus. Bei der Bildverarbeitung sehen diese Schichten etwas anders aus. Da werden vereinfacht gesagt zwei Schritte durchgeführt, eben genau dieses Pooling und das Falten oder das Convolutional oder das, genau, die Convolution. Und beim Pooling kann man sich vorstellen, gibt es auch wieder verschiedene Arten, aber Max Pooling ist wahrscheinlich so das bekannteste. Das wird verwendet, um die Datengröße zu reduzieren. Das heißt, wir haben irgendwie ein Fenster 10x10 Pixel und nehmen zum Beispiel aus diesem den Maximalwert. Damit verringern wir die Auflösung des Bildes und vereinfachen die Weiterverarbeitung in den nächsten Schritten. Convolutional Layer, die sind verantwortlich dafür, bedeutungsvolle Features aus dem Bild zu extrahieren. Das geschieht über eine mathematische Faltung. Und der Output der Convolutions kann man sich zum Beispiel so vorstellen, dass verschiedene Filter oder Convolutions trainiert werden, die dann zum Beispiel Kanten aus dem Bild extrahieren und dort eben genau im Hunde, zum Beispiel in diesem Hundebeispiel ein Ohr oder eine Nase genauer extrahieren aus dem Bild, was dann Rückschlüsse auf das zum Beispiel Klassifikationsergebnis liefern kann. Genau. Genau diese drei Punkte, die zuvor genannt worden sind, also ähnliche Datenstruktur, ähnliche Modellstruktur und das Vorhandensein von vielen Ressourcen zum Thema Bildverarbeitung. Basierend auf diesen drei Faktoren könnte man dazu tendieren, Vorgehen aus der Bildverarbeitung auch auf die mehrdimensionalen Finanzdaten zu übertragen. Und warum das Ganze keine gute Idee ist oder an welchen Stellen es keine gute Idee ist, darauf werde ich auf den folgenden Folien zu sprechen kommen. Genau, aber bevor wir auf die einzelnen Beispiele eingehen, noch etwas Struktur für diesen Vortrag. Ich möchte mit euch ganz kurz das CRISP-MLQ-Modell durchgehen. Ich glaube, viele von euch kennen wahrscheinlich das CRISP-DM-Modell, ein Standardmodell fürs Vorgehen für Datenanalyseprojekte. Das wurde damals in einem Projekt, wo unter anderem Daimler beteiligt war, ausgearbeitet. Ich mag diesen Ansatz von CRISP-ML aber etwas mehr. Der geht mehr auf den Bereich der Machine-Learning-Modelle ein und hat auch noch einen zusätzlichen Quality-Assurance-Aspekt, der hier mit diesem Q dargestellt wird. Im Generellen lässt sich ein Data Science Projekt nach dem CRISP-ML-Modell in drei Phasen unterteilen. Wir haben zunächst mal das Anwendungs- und Datenverständnis. Hierbei geht es vor allem darum, die Durchführbarkeit des Projektes zu beurteilen, die richtigen Daten dafür zu finden und eine Abschätzung zu geben, wie die Erfolgsaussichten für ein solches Projekt sind. Bei der Modellentwicklung, das sehen wir dann in der Mitte in Blau, gibt es auch verschiedene Schritte. Es gibt unter anderem das Data Engineering. Da fallen wieder viele verschiedene Einzelschritte darunter, zum Beispiel die Auswahl der richtigen Daten, das Säubern von Daten und auch das Feature Engineering fallen dort darunter. Und ein anderer Punkt aus der Modellentwicklung ist auch die Modellevaluierung. Dort wird eben die Qualität der Modelle anhand verschiedener Metriken und auch verschiedenen Datensätzen bestimmt. Abschließend ist hier noch die Modelloperations- oder Betriebsphase aufgezeigt und dort geht es eben um Themen wie zum Beispiel das Deployment der Modelle, Maintenance, Monitoring und auch zum Beispiel Aspekte wie das Retraining der Modelle. Ich mag diesen Prozess sehr gerne, weil meiner Meinung nach stellt dieser Prozess die Parallelen zu einem normalen Software-Development-Prozess sehr schön dar. Und man erkennt es vor allem auf der rechten Seite, dass die Darstellung sehr an eine CI/CD oder DevOps-Vorgehen hier erinnert.
Deshalb hier die als Struktur für diesen Vortrag heute dieses Vorgehensmodell. Und ich möchte auf zwei Phasen etwas genauer eingehen. Die sind hier auch rot eingezeichnet oder dargestellt. Ich habe euch ein Beispiel aus dem Data Engineering mitgebracht und ein Beispiel aus der Evaluierungsphase. Es gäbe auch noch weitere interessante Aspekte, vor allem in der Modellbetriebsphase. Aber darauf möchte ich im Rahmen dieses Vortrags heute nicht genauer eingehen. Genau. Springen wir in unser erstes Beispiel. Wie bereits gerade erzählt, handelt sich oder spielt sich das erste Beispiel im Bereich Data Engineering ab. Und hierfür innerhalb des Data Engineering gibt es sehr viele verschiedene Schritte. Um hier einen kleinen Fokus zu legen, habe ich mir mal zwei Schritte oder zwei Vorverarbeitungsschritte ausgewählt. Das ist zum einen mal das Data Sampling und zum anderen mal das Data Splitting und wie das genau auf unseren Bilddatensatz angewandt wird, sehen wir hier auf der rechten Seite. Wir haben eben einen initialen Datensatz hier in Grau dargestellt. Das sind alle Bilder, die wir über unsere Collection-Phase gesammelt haben, vorhanden. Und die samplen wir im ersten Schritt erstmal random. Was bedeutet das? Bedeutet im Endeffekt nichts anderes, als dass die Reihenfolge der einzelnen Bilder innerhalb dieses Datensatzes durcheinander gebracht werden. Auf diese Weise möchte man verhindern, dass beim anschließenden Splitting ausschließlich Beispiele einer Klasse zum Beispiel im Validierungs- und Testdatensatz stecken. Das bedeutet, das ist der erste Schritt. Wir bringen die Reihenfolge der einzelnen Samples durcheinander und anschließend erfolgt das Datensplitten. Das ist auch sehr anwendungsabhängig, wie das genau abläuft, aber als Pi mal Daumenregel habe ich jetzt mal einen 70-10-20-Split angenommen. Das hängt natürlich auch von den verwendeten Modellen ab, aber es gibt auf jeden Fall einen großen Trainingsdatensatz, auf den das Modell trainiert wird und für die Validierung des Modells und das endgültige Bestimmung der Metriken gibt es dann noch den Validierungs- und den Testdatensatz. Ich habe mich hier beschränkt auf balancierte Datensätze. Das bedeutet, das sind Datensätze, in denen die einzelnen Klassen gleich oft vorkommen oder ungefähr gleich oft vorkommen. Wenn man in dem Case ist, dass der Datensatz nicht gleich gesampled ist, das bedeutet, wir haben von einer Klasse bedeutend mehr Beispiele als von einer anderen Klasse, dann empfiehlt sich das Anwenden von diesem Random Sampling eben nicht. Das ist auch ein sehr interessanter Case, wenn man mit Finanzdaten arbeitet, aber um den Punkt heute zu verdeutlichen, betrachten wir hier diesen Datensatz als einen balancierten Datensatz, wenn es genau zu den einzelnen Klassen im Datensatz kommt. Im Folgeschritt schauen wir uns jetzt mal an, wie das Ganze für unsere Finanzdaten aussieht oder besser gesagt, was passiert, wenn wir diesen Ansatz, den wir zuvor gesehen haben, für unser Datensampling und für unser Datensplitting, wenn wir diesen 1:1 auf unsere Finanzdaten übertragen, was passiert? Um das vielleicht nochmal vorweg klarzustellen oder nochmal ein bisschen deutlicher aufzuzeigen, was mit Finanzdaten gemeint sind, es können viele verschiedene Zeitreihen sein. Ich habe einige Beispiele mal mitgebracht. Es könnten zum Beispiel Wirtschaftskennzahlen sein, Bruttoinlandsprodukt, Arbeitslosenzahlen, alles, was die Wirtschaft eines Landes oder einer Region beschreibt. Es können aber zum Beispiel auch Marktdaten sein, wie zum Beispiel Pricings von verschiedenen Aktien, Pricings von anderen Finanzprodukten oder Volumina enthält. Ein weiterer sehr interessanter Punkt ist das Sediment von gewissen Firmen oder auch gewissen Wertpapieren. Mit dem Sediment meine ich, dass verschiedene Textnachrichten aus zum Beispiel Zeitungen oder Social Media analysiert werden und so ein allgemeines Stimmungsbild für eine gewisse Aktie oder eine gewisse Firma bestimmt werden kann. Das Resultat davon ist dann auch eine Zeitreihe. Man kann sich vorstellen, dass man dann die Stimmung über die Zeit für eine gewisse Firma, Wertpapier oder sonstiges hat. Ein weiterer Punkt, der für uns innerhalb der oder in die Finanzdaten fällt,
Kennzahlen, die eine einzelne Firma beschreiben. Das können zum Beispiel Mitarbeiterzahlen sein, das können Quartalsumsätze sein, alles, was Rückschluss auf den Zustand einer Firma geben kann, fällt hier in die Finanzdaten. Und eben, genau, ganz wichtig, alle diese zuvor genannten Beispiele betrachten wir eben über die Zeit hinweg, sind also Zeitreihen. Genau, für die Übertragbarkeit möchte ich auch den Use Case mit unseren Finanzdaten nochmal ein bisschen genauer klassifizieren. Wir möchten hier, ähnlich wie für die Bilder im vorherigen Schritt, möchten wir ein Klassifikationsproblem lösen und vereinfacht ausgesprochen möchten wir bestimmen, ob eine Bewegung eines gewissen Assets, einer gewissen Aktie passiert und wenn ja, in welche Richtung. Das bedeutet, wir möchten bestimmen, ob basierend auf den ganzen Finanzdaten aus dem vorigen Stichpunkt sich eine gewisse Kursbewegung nach oben oder nach unten einstellt. Genau, für dieses vereinfachte Beispiel hier in diesem Vortrag nehmen wir mal an, dass wir hierfür ein fixiertes Zeitfenster haben, welches wir immer betrachten. Sprich, wir schauen uns unsere Finanzdaten an und möchten dann Rückschlüsse über einen nahen Zeitpunkt in der Zukunft geben. Die Anwendung, wo wir diesen Klassifikationstask anwenden möchten, ist, dass wir basierend auf dieser Klassifikation, ob die Kurse fallen oder steigen, möchten wir Long- oder Short-Derivate kaufen. Da ich mir nicht sicher bin, wie stark sich jeder Einzelne hier mit Finanzdaten auskennt und oder mit Wertpapieren allgemein, nur kurz ein paar Informationen zu Derivaten. Die werden später im Vortrag noch ein, zweimal fallen. Derivate sind im Endeffekt Finanzprodukte, die ursprünglich mal von Banken intern benutzt wurden, um ihr eigenes Risiko zum Beispiel übers Wochenende zu hedgen. Derivate finden aber auch immer mehr Anwendung für Privatanlegende, zum Beispiel bei Neobrokern wie Trade Republic, lassen sich Derivate problemlos als Privatperson traden. Genau, die Derivate gibt es in sehr vielen verschiedenen Varianten. Es gibt sie in zwei Typen, Long und Short. Bei Long-Derivaten partizipiert man an steigenden Kursen, bei Short-Derivaten partizipiert man an sinkenden Kursen, was dazu führt, dass wir eben beide Predictions, unseres Klassifikationsmodell hier verwenden können. Derivate haben noch ganz, ganz viele, ganz, ganz interessante Eigenschaften, die sich auch für viele andere Machine Learning Use Cases eignen, zum Beispiel Knockout-Levels, Ablaufdaten und der Hebel von Derivaten verändert sich über die Zeit. Genau, in dem Case hier möchten wir jetzt aber einfach mal annehmen, dass wir die ISIN, also den Identifier unseres Derivats, das wir traden wollen, bereits besitzen und dass wir dieses immer perfekt auswählen können. Genau, so viel zu der Anwendung dieses Klassifikationsalgorithmus. Wenn wir jetzt das gleiche Vorgehen wie zuvor verwenden, Random Sampling, wir splitten ungefähr 70, 10, 20, und wir schauen uns unsere Metriken an während der Evaluierung, dann sehen wir überraschenderweise sehr, 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 sehr gute Ergebnisse. Ich habe es jetzt mal rechts beispielhaft dargestellt mit einem perfekten ROC-Curve. Und es soll symbolisch nur dafür stehen, dass wenn man diesen Approach durchführt, erhält man wirklich auf allen seinen Trainingsdaten sehr, sehr, sehr gute Ergebnisse. Wenn man dann aber in die Anwendung geht und das Ganze umsetzt und die Derivate basierend auf den Predictions einkauft, wird man sehen, dass man mit der Strategie sehr wenig Erfolg hat und wahrscheinlich sehr viele Verluste einfährt. Woran liegt es? Wir haben ja im Endeffekt das Vorgehen, was wir in den Bilddaten für gut empfunden haben, übertragen. Und ich glaube, für manche in der Runde ist es vielleicht sehr offensichtlich, für die anderen ist es weniger offensichtlich. Deshalb werde ich hier jetzt nochmal einen Schritt weitergehen und mal beschreiben, was hier passiert ist oder woran es liegt, dass wir eben so gute Ergebnisse auf unseren Datensätzen haben, auf unseren Evaluierungs- und Trainingsdatensätzen. Auf der anderen Seite die Anwendung aber sehr, sehr zu wünschen übrig lässt. Genau, was passiert, sehen wir hier in dieser Darstellung. Ich möchte erst mal etwas erzählen, was hier zu sehen ist.
Wir sehen in Blau den Kursverlauf eines gewissen Wertpapiers, eines gewissen Indexes. Sagen wir, um das Ganze ein bisschen zu vereinfachen, sagen wir, hier handelt es sich um den DAX, also den deutschen Aktienindex. Und wir sehen eben, der hat hier einen gewissen Verlauf und dann gibt es einen Sprung nach oben. Kann viele Gründe haben, zum Beispiel Veröffentlichungen von neuen Arbeitslosenzahlen, zum Beispiel Leitzinsentscheidungen von der EZB, was eben hier eine gewisse Kursbewegung auslöst. Genau, soweit mal zur blauen Kurve hier. Ich habe dann auch versucht, uns die Trainingsdaten und die Features etwas zu evaluieren oder die Features und die Targets besser gesagt besser darzustellen. Und wie einer dieser Feature-Datenpunkte aussieht, ist hier ganz links nochmal gezeigt. Also so ein kleines Viereck steht repräsentativ für einen Datenausschnitt oder für ein Data Slice, was wir eben aus dieser Schiebefensterroutine gewonnen haben. Sprich, da stecken viele verschiedene Features drin, die Finanzdaten sind und diese liegen eben immer in einem fixierten Format fest vor, eben ähnlich wie vorher gezeigt. Dann gibt es noch unser Target, was in diesem Fall ein binäres Target ist. Wir sagen also, es gibt eine 0 für fallende Kurse, es gibt eine 1 für steigende Kurse und unten diese Delta T's, die dargestellt sind, das ist der Punkt, auf den ich auf der vorherigen Folie bereits verwiesen habe. Das ist eben der fixierte Zeitraum, den wir in die Zukunft oder den wir für unsere Vorhersage betrachten. Genau, dieses Delta T ist eben für dieses Beispiel hier fixiert. Genau, was passiert jetzt hier? Wir haben ja unsere Beispiele im Datenset in eine zufällige Reihenfolge gebracht und basierend auf diesem Vorgehen kann eben der Fall eintreten, den wir hier sehen. Wir haben in grün die Daten, die in unseren Trainingsdaten vorliegen und in orange die Daten, die in unseren Test- und Evaluierungsdaten vorliegen. Und hier haben wir jetzt eben genau den Case, dass wir zwei Datenpunkte wissen. Das bedeutet, wir haben sie während unseres Trainings gesehen. Das sind im Endeffekt die zwei grünen Vierecke links. Und wir haben einen Datenpunkt in unseren Testdaten, hier in orange eingezeichnet, auf den wir evaluieren. Und das ist, glaube ich, aus dieser Darstellung hier sehr offensichtlich, dass wenn wir die beiden grünen Features und auch Targets wissen, dass dann das Wissen über den orangen Punkt in der Mitte nicht wirklich zielführend ist, beziehungsweise dieses sehr, sehr leicht zu bestimmen ist, wenn man den Datenpunkt davor und danach kennt. Das Ganze wird dann noch etwas drastischer, wenn man hier kleinere Delta T wählt. Das kann diesen Effekt noch verstärken. Und das ist im Endeffekt der Grund, warum wir auf unseren Evaluierungs- und Testdaten so gute Ergebnisse erhalten haben. Ist eben genau der Grund, dass wir eine zeitliche Korrelation innerhalb dieser Daten haben. Und wir müssen die mit einbeziehen, wenn wir uns Gedanken darüber machen, wie wir unsere Daten samplen und zusammenstellen. Genau, verschiedene Methoden oder beziehungsweise Ansätze, wie das verhindert werden könnte oder wie dem begegnet werden kann, ist zum Beispiel, dass man ein Padding einführt während der Zusammenstellung oder beim Anwenden der Schiebefensterroutine. Das bedeutet einfach, dass man nicht immer schrittweise eins weiter vorgeht, sondern dass man da die Schrittweite oder das Padding sozusagen erhöht, ist eine Möglichkeit, es zu machen. Man kann sich natürlich aber auch an Literaturbeispielen orientieren, wie dort das Ganze gehandelt wird oder eigene Ansätze entwickeln, die dann entsprechend die Anforderungen an diese Daten hier erfüllen. Genau, dann kommen wir auch schon zum zweiten Beispiel. Nehmen wir jetzt an, Datensätze sind generiert, wir trainieren unsere Modelle und wollen nun wissen, wie gut diese Modelle sind und möchten diese evaluieren. Und der Punkt, der hier klar werden soll bei diesem Beispiel, ist, dass die Auswahl auf der einen Seite natürlich, aber auch die Bedeutung einzelner Metriken
sehr vom Anwendungsfall beeinflusst werden. Ich möchte das Video auf der einen Seite hier mit dem Bild, mit dem Bildklassifizierungsbeispiel klar machen. Was würde das bedeuten, wenn wir ein binäres Klassifikationsproblem anschauen mit einer Genauigkeit von 60%? Oder vielleicht noch kurz vorgeschossen, ich glaube, das dürfte auch den meisten klar sein, aber wenn ich von Genauigkeit oder Accuracy rede, zumindest für den binären Fall, dann meine ich damit die richtig vorhergesagten Klassen, also meine True Positives und True Negatives, geteilt durch alle Beispiele, die während der Evaluierung betrachtet werden. Genau, das nochmal als kurzer Rückgriff darauf. Bei den Bildern, wie würde das aussehen? 60% Accuracy, können wir damit irgendetwas anfangen? Nee, der Algorithmus wird erfüllt seinen Zweck nicht, wenn wir jetzt mal denken oder uns den Use Case vorstellen, dass wir mit so einem Algorithmus Bilder von Katzen und Hunden sortieren möchten und 40% der Bilder sind falsch sortiert, dann ist es natürlich ein Ergebnis, das nicht zufriedenstellend ist, vor allem wenn sehr viel Zeit und auch Geld in die Entwicklung eines solchen Algorithmus geflossen ist, ist das im Endeffekt nicht zu verwenden. Auf der anderen Seite, wir gehen jetzt nochmal einen Schritt zurück von Finanzdaten und abstrahieren den nochmal ein bisschen weiter, um das sehr einfach und schlüssig darzulegen. Und zwar haben wir hier jetzt auf der rechten Seite ein Münzwurfspiel mit 60% Accuracy. Und dafür, für dieses Münzwurfspiel, gibt es im Endeffekt drei Regeln. Wir setzen pro Wurf 1 Euro. Wir haben bei jedem Wurf die Wahrscheinlichkeit von 60% zu gewinnen und wir spielen mit unserem Gegner 100 Runden. Genau. Würdet ihr ein solches Spiel akzeptieren? Ich glaube, manche würden intuitiv eher zu Ja tendieren, manche wären vielleicht etwas kritisch, vor allem die etwas konservativen Anleger oder Personen, die konservativ mit Geld umgehen. Und weil es eben, obwohl man intuitiv sich schon denken könnte, okay, mit diesen 60% Wahrscheinlichkeit lässt sich was holen, aber man sich nicht ganz sicher ist, möchte ich hier noch etwas tiefer eintauchen. Und zwar das Ganze beziehungsweise habe ich euch für das Ganze hier zwei Simulation mitgebracht, weil, wie auch schon davor ersichtlich war, trotz der 60% Wahrscheinlichkeit und den 100 Versuchen oder den 100 Münzwürfen, gibt es natürlich trotzdem noch eine Wahrscheinlichkeit, dass wir verlieren und genau unterhalb unseres Anfangsbetrags starten. Genau, um das etwas klarer rauszustellen, habe ich hier zwei Simulationen mitgebracht. Wir sehen zum einen auf der linken Seite 100 Versuche mit 60% Accuracy. Das entspricht im Endeffekt genau dem Beispiel, was ich zuvor gezeigt habe mit dem Münzwurf. Und die verschiedenen Linien, die hier auf der linken Seite dargestellt werden, stehen sozusagen für ein Spiel. Also einmal komplett die 100 Versuche durch, 60% Wahrscheinlichkeit auf einen Gewinn in jedem Wurf. Und wir sehen hier, dass eben für diese 100 zufällige Spiele haben wir immer noch 4 Spieler, die basierend darauf ihr Geld verlieren. Auf der anderen Seite, wenn man eben hier an gewissen Parametern schraubt, als Beispiel hier habe ich jetzt mal die Anzahl pro Versuche je Spieler erhöht. Das bedeutet, jetzt wird nicht mehr 100 Mal geworfen für jeden Spieler, sondern 500 Mal. Und das Ergebnis sehen wir hier in der Mitte und es wird eben relativ schnell ersichtlich, dass hier kein Spieler mehr sein Geld verliert und dass die Wahrscheinlichkeit, dass ein Spieler hier in diesem Case sein Geld verliert, wesentlich geringer ist als in der linken Darstellung. Und genau, die meisten von euch werden wahrscheinlich schon erahnen, in welche Richtung das Ganze geht. Es geht ins Gesetz der großen Zahlen, was im Endeffekt aussagt, dass wenn man diese Versuchsanzahl nur möglichst hochschraubt, dann werden sich die Einzelversuche dem Erwartungswert annähern, vorausgesetzt eben die Stichprobe N wird an dieser Stelle groß genug gewählt.
Was nimmt man jetzt aus diesem Münzwurfbeispiel und Bildverarbeitungsbeispiel? Was kann man daraus jetzt mitnehmen? Was man daraus mitnehmen kann, ist, dass 60% Genauigkeit kann ausreichend gut oder sehr, sehr schlecht sein. Das passiert oder hängt stark vom jeweiligen Anwendungsfall ab. Wenn man jetzt eben, wie im vorherigen Beispiel aufgezeigt, basierend auf den Klassifikationsergebnissen ein Handelssystem bauen möchte mit 60% Accuracy, kann dieses profitabel sein und kann Wert generieren. Auf der anderen Seite ein Bilderkennungsalgorithmus mit 60% Genauigkeit ist für die oder wahrscheinlich für alle Anwendungen nicht zu gebrauchen. Es hängt also wirklich von der konkreten vom konkreten Anwendungsfall ab, wie diese Metriken interpretiert werden sollen. In der echten Welt, oder um hier nochmal ganz kurz den Bogen zum Trading zu machen, sieht das Ganze etwas anders aus, weil wir dort in der Anwendung eben nicht immer unbedingt ein Chancen-Risiko-Verhältnis von 1 zu 1 haben, was jetzt hier in diesem Fall angenommen wurde. Wir können also 1 Euro pro Spiel gewinnen oder 1 Euro pro Spiel verlieren. Das sieht in unseren Anwendungen etwas anders aus. Was auch vernachlässigt wurde, sind die Kosten, die sozusagen pro Trade oder pro Coinflip anfallen würden. Das sind auch weitere Effekte, die hier mal weggelassen wurden. Aber ich glaube, dieses Beispiel verdeutlicht ganz gut, dass man Algorithmen auf Finanzdaten auch verwenden kann, wenn sie keine Accuracy von 99% haben und ja, basierend darauf Wert generiert werden kann. Genau, springen wir schon zum Fazit oder zu den Key Takeaways aus den beiden Beispielen, die ich heute mitgebracht habe. Mir ist nochmal wichtig zu sagen, deshalb steht es hier auch im ersten Punkt ganz am Anfang, dass es immer wert ist, sich Vorgehen aus anderen Anwendungsfällen anzuschauen, sei es Textverarbeitung, sei es Bildverarbeitung oder andere Domains. Ist immer sehr wichtig und interessant. Daraus sind auch meiner Meinung nach interessante Anwendungen oder resultiert zum Beispiel der Lime-Ansatz, der in die Richtung Explainable AI geht. Der kommt ursprünglich aus dem Bereich der Bildverarbeitung, wird aber immer weiterentwickelt und ist mittlerweile auch verfügbar für Zeitreihendaten. Finde ich sehr interessant, dass diese Übertragbarkeit auf jeden Fall oft gut und wichtig ist. Aber was man auf jeden Fall mitnehmen sollte, ist, dass man solche Vorgehensweisen auf keinen Fall einfach blind kopieren sollte. Der zweite Punkt hat wahrscheinlich auch jeder, der mit Daten arbeitet, schon sehr, sehr, sehr oft gehört, dass die Datenvorverarbeitung der ausschlaggebende Punkt für den Erfolg eines Data Science Projektes ist. Das wollte ich auch euch auch nochmal mit dem Beispiel 1 zeigen. Wenn die Daten nicht richtig vorverarbeitet werden, kann es passieren, dass die Evaluierungsergebnisse nicht dementsprechend, was wir dann in der Praxis oder in der Anwendung sehen. Und als allerletzten Punkt, den ich hier aufzeigen möchte, ist, dass es wichtig ist, genau über die Evaluierungsmetriken, die verwendet werden, um die Qualität des Modells zu arbeiten, genau darüber nachzudenken und dieses zusammen mit Domainwissen auszuwählen. Genau, dann wäre ich auch am Ende meiner Präsentation. Ja, erstmal vielen Dank. Können wir einfach erstmal Beifall geben für den tollen Vortrag. Jetzt würde ich gerne in die Runde fragen, ob es weitere Fragen gibt zu dem Vortrag. Ich hätte eine Frage, wenn man mich hören kann. Ja, Sie noch nicht. So. Vielen Dank auch von meiner Seite, war sehr spannend. Konkrete Frage zu den Convolutional Networks auf multivariate Zeitreihen. Wie machst du die Convolutional Layers? Also ist es dann eine 1D-Konvolution auf jede Zeitreihe? Oder gibt es da noch irgendwie einen anderen Trick?
Nee, eigentlich genau schon, wie du es gerade erwähnt hast, die Convolution oder die Faltung wird dann eben entlang einer Zeitreihe durchgeführt, dass man eben nicht diesen Effekt hat, dass sich Zeitreihe 1 und 2 in irgendeiner Wechselwirkung miteinander stehen oder gebracht werden kann, indem man jetzt irgendwie ja, eine zweidimensionale Faltung durchführt. Deshalb werden hierfür genau die Faltung eben entlang einer Zeitreihe angewendet. Genau. Und gibt es auch also für die Umsetzung oder für die Anwendung solche 1D-Faltungslayers gibt es natürlich ganz standardmäßig in TensorFlow und überall anders auch. Ja, okay. Danke. Bitteschön. Ich hätte auch eine Frage. Also ich bin der Yves und interessiere mich auch für das Thema ein bisschen. Ich hätte eine Frage bezüglich, wie weit im Voraus man also mit welcher Zeitskala man einen Trend halt voraussagen möchte. Möchte man zum Beispiel sagen, voraussagen, dass in den nächsten 5 Minuten, in der nächsten Stunde oder am nächsten Tag oder in der nächsten Woche vorhersagen, ob der Preis oder der Kurs sich erhöhen wird? Oder also auf welche Zeitskalen ist es möglich? Oder vielleicht realistisch. Das wäre, weil man hört ja, dass es halt diese High-Frequency-Trading, dass es das in der Industrie gibt. Und die werden ja sicher auf eine sehr, sehr kurze Zeit, also sehr kurze Zeitfenster etwas, eine Entscheidung treffen können. Und daher würde sicher der Kurs sehr schnell reagieren und vielleicht ist es dann nicht mehr an, vielleicht gibt es mehr. Nicht mehr etwas daraus zu ziehen sozusagen, ja. Und deshalb vielleicht die Idee, ist es auf größere Zeitfenster oder Time-Aheads, ist es dann vielleicht realistischer als nicht professioneller, sagen wir, Vorhersage, etwas zu machen. Also da eine konkrete Schwarz-Weiß-Antwort zu geben, ist ein bisschen schwierig. Ich möchte vielleicht mal die Boundaries nach oben und nach unten ein bisschen aufzeigen. Im Endeffekt, wie du gerade eben schon erwähnt hast, wenn man die Zeitspanne, wo man die Entwicklung bestimmen möchte, immer weiter verkleinert, dann kommt man irgendwann in diesen High-Frequency-Bereich und ist irgendwann als High-Frequency-Trader unterwegs. Das bringt einem natürlich sehr viele technische Herausforderungen. Also wenn man wirklich im Millisekunden-Bereich da traden möchte und auf der anderen Seite, was natürlich in der Realität auch immer dazu kommt, sind Kosten, die jeder Trade auslöst. Und wenn man natürlich jetzt diesen Horizont besonders klein macht, dann kann es sehr schnell passieren, dass deine Kosten pro Trade deine richtigen Predictions oder deine Profite auffressen, weil du liegst vielleicht mit jeder Prediction richtig, aber der Price Movement in diesem Bereich ist halt nur so marginal, dass sie dann von deinen paar Cent Trading Kosten am Ende des Tages aufgefressen werden. Boundary in die andere Richtung, erweitern von dem Ganzen oder ausweiten von diesem Bestimmungshorizont, da kommen wir dann wahrscheinlich irgendwo an den Punkt, wo sowas wie die Markteffizienzhypothese greift. Ich weiß nicht, ob das hier jedem Begriff ist. Es gibt die Markteffizienzhypothese, die grundsätzlich besagt, dass alle Informationen, die eine Preisbewegung verursachen, zu jedem Zeitpunkt schon eingepreist sind. Das ist ein Ansatz, ich würde sagen, der ist mittlerweile etwas veraltet. Das wurde auch an vielen Beispielen gezeigt, dass es eben nicht immer der Fall ist und dass diese Markteffizienzhypothese nicht hundertprozentig greift und für viele Anwendungen nicht passend ist. Aber was man natürlich schon sagen muss, umso weiter man diesen Horizont zieht, umso mehr muss man davon ausgehen, dass alle Marktteilnehmer diese Information bereits zur Verfügung haben und dass so eine Vorhersage nicht mehr verwendet werden kann. Um ganz zum Schluss noch ein bisschen konkreter zu werden, bei uns konkret ist es so, dass wir da im Bereich von wenigen Stunden unterwegs sind. Mhm. Zwischen Kaufen und Verkaufen. Okay. Ja, danke für die ausführliche Antwort. Bitteschön. Ja. So, gibt es noch weitere Fragen vom Publikum? Okay, dann hätte ich noch kurz eine Frage zu den, du hattest
praktisch zu den Methoden, die ihr verwendet. Du hattest jetzt gesagt, ihr verwendet hauptsächlich Convolutional Neural Networks. Kannst du auch ein bisschen etwas zu anderen Ansätzen sagen? Also mir fallen natürlich die klassischen Arima, Sarima und so weiter für Zeitreihen ein, beziehungsweise Recurrent Neural Networks und verwandte. Oder du hattest mal erwähnt, du hast auch an Reinforcement Learning schon mal gearbeitet. Genau, vielleicht zu allen Punkten kurz ein paar Informationen. Arima-Modelle, sehr, sehr klassisch, problematisch, es werden nur lineare Zusammenhänge abgebildet. Deshalb sehr, sehr einfaches Modell für den Anwendungszweck, den wir hier betrachten, unsere Erfahrung aus, heraus nicht wirklich zielführend an der Stelle. Andere Ansätze, die wir auch betrachten, sind zum Beispiel neben Convolutional Neural Networks, sind LSTM-Netzwerke, was für Zeitreihen auch sehr interessante Ansätze bieten. Da könnte man jetzt wieder einen anderen Vergleich aufmachen zwischen Textdaten und Zeitreihen, aber so tief möchte ich jetzt hier nicht eintauchen. Und Thema Reinforcement Learning, da kann ich ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, wie da die Story bei uns dazu war. Wir hatten am Anfang viel, also als wir mit Subcapitals begonnen haben, 2017 war das unser erster Approach, sich damit näher auseinanderzusetzen, war aber für unseren Case nicht erfolgsversprechend. Man muss sagen, damals gab es auch leider Gottes noch nicht so viele Standard-Libraries. Es gibt ja mittlerweile, glaube ich, TensorFlow-Erweiterung für Reinforcement Learning und so weiter und so fort, weil es den ganzen Prozess sehr, sehr vereinfacht. Wir haben damals sehr, sehr viel selber implementiert und waren damit nicht so erfolgreich, dass, wie wir uns das erhofft haben. Deshalb gab es da einen kleinen Switch in der Methodologie und wir verwenden heute kein Reinforcement Learning bei uns konkret. Okay, gibt es noch weitere Fragen? Ich hätte noch eine Frage. Sorry. Okay. Also wenn jemand eine andere Frage hat, dann lasse ich gerne auch. Gerne. Also ist auch, glaube ich, eine wichtige Frage, also ein wichtiges Thema ist, was genau versucht man zu vorherzusagen? Oder ist es ein Trend, ist es ein Preis, ist es eine Preiserhöhung oder ist es ein Kaufsignal oder eine Wahrscheinlichkeit von etwas? Also ich glaube, da kann man viel eigentlich viel Verschiedenes versuchen und da glaube ich, ist eigentlich der Mehrwert vielleicht in dass man etwas Cleveres findet, dass eine Maschine dann lernen kann oder mit einer guten Genauigkeit lernen kann. Ich würde dann vielleicht nicht direkt fragen, dann, was ihr genau als prognostiziert ist, vielleicht dann zu genau. Aber vielleicht kann hast du Verschiedenes, habt ihr Verschiedenes versucht oder gibt es Dinge, die überhaupt nicht funktionieren? Oder? Ja. Genau. Wir haben auf jeden Fall viele verschiedene Dinge ausprobiert, wie du meinst. Es gibt dann natürlich verschiedene Ansätze, vor allem auch was dieses fixierte Delta T jetzt in diesem Vortrag angeht, also diesen Horizon, den man betrachtet, den betrachtet man in der Praxis auch nicht fixiert, sondern ist da um einiges flexibler unterwegs und wir betrachten am Ende des Tages auch die Wahrscheinlichkeiten für unsere Predictions, um dann zu einer Insgesamtentscheidung zu kommen. Genau, aber es ist sehr, wie so oft, wie immer, es ist von den Daten abhängig, die man verwendet und genau, das ist die Erfahrung, die wir gemacht haben. Ich kann dir empfehlen, wenn du da thematisch dich ein bisschen mehr interessierst, es gibt eine ganz interessante Person, Marco Prado de Lopez hat, ich glaube, in Stanford studiert und beschäftigt sich ausgiebig mit dem Thema, der hat ein cooles Buch, Advances in Machine Learning and Finance heißt, und da sind eben verschiedene Ansätze, die man verwenden könnte, um sowas Ähnliches zu bauen. Das sind da sehr schön. Ja, genau, also ich habe halt ich habe ein Video von diesem Konferenz auch gesehen, ja, das stimmt. Aber ich habe noch nicht probiert, was er vorschlägt. Aber ja, das hat clever geklungen halt oder vernünftig halt, was er vorgeschlagen hat. Ja, das stimmt. Ja. Aber ich habe das Buch nicht gelesen. Ne? Ist empfehlenswert. Ja, danke. Ja. Okay, gibt es noch weitere
Fragen, dringende Fragen? Gut, dann würde ich nämlich aufgrund der Zeit an dieser Stelle auch erstmal den allgemeinen Teil beenden. Also nochmal herzlichen Dank für den Vortrag und auch für die Fragenden, für die Teilnahme von allen Teilnehmern. Wir machen es wahrscheinlich wieder so, wer jetzt noch bleiben möchte, weiß nicht, Marc, hast du noch ein paar Minuten, wenn irgendjemand nochmal direkt mit dir reden möchte oder musst du gleich wieder weiter? Ich kann auf jeden Fall noch ein paar Minuten freischalten. Genau, also wer jetzt noch dabei bleiben möchte, der kann gerne noch dabei bleiben. Ansonsten